Da kommen wieder die Schleime. Und sie dürfen zuerst angreifen. Wie viele wohl fliehen werden? Keiner. Okay, dann Barriere. Giftwolke. Langsam. Und Furcht. Maria hat gleich kein Mana mehr. Dann greift sie nur noch an. So, dann haben wir hier Wall. Sleep. Hast. Und Feuer. So, jetzt wird Maria wohl nichts mehr zaubern können. Wir können nochmal nachsehen, ob sie noch irgendwas für zwei hat. Aber ich glaube nicht. So, wir waren gerade bei Wall, dann kommt jetzt Holy. So, hat sie noch irgendwas für zwei? Nein, dann greift sie ab jetzt nur noch an. Hier haben wir Berserker. Und du machst die Giftwolke. Thank you.
Gut, dann machen wir die Spell. Angriff. Du machst auch Angriff. Aber auf den da. Und du machst Break. Die Spell hat einmal gewirkt. Zweimal. Sein Angriff ging komplett daneben, was? Wie denn das? Dann greifen wir nochmal neu an. Und hier haben wir Toad. Mal sehen, wie viele Schleime zu einer Kröte werden. Nein! Geist steht hinten, sehe ich gerade. Leila auch? Mist. Ah, stimmt. Sie waren der Stein. Oh nein. Gut, Leila könnte auf den Boden Bogen wechseln. Aber trotzdem, Mist. Das ist ja blöd. Du kannst ja eh nur noch angreifen. Ja, dann kannst du ja nur noch zaubern. Angriffe machen ja keinen Sinn. Und hier machen wir, nach Tod kommt der Tod. Es wundert mich, dass noch niemand davongelaufen ist. Treffer, aber nicht getötet. Schade. Blink. Angriff. Hast hatten wir, glaube ich, gerade. Oder? Ich mache einfach Berserker. Nein, nein, nein! Das hat... Nein. Er hat einmal nach unten, habe ich nicht, anscheinend nicht tief genug durchgedrückt. Ich hoffe, sie flieht jetzt nicht wirklich. Das wäre sehr blöd. Wir sind tatsächlich okay, Leute. Das war ein Versehen. Aber war auch schön, denn jetzt haben wir zum allerersten Mal gesehen, wie es aussieht, wenn man erfolgreich flieht. Wow. Wow. Okay, nein, das speichere ich nicht. Wir machen einfach weil heilen möchte ich.
So, jetzt haben wir alle aus der Geige wieder volles Leben. Sehr schön. So, und hier rechts ist absolut gar nichts. Dann halten wir uns jetzt ein bisschen südwärts. 5 Kokatoris. Und sie dürfen zuerst angreifen. Nein, ich habe schon wieder vergessen, sie da vorne zu packen. Nein. Diese Flucht hat mich total durcheinander gebracht, Leute. Da habe ich es einfach vergessen. Und jetzt dürfen sie nur noch Firion hier angreifen. Oh Mann. Na gut, wir machen eine Barriere. Du greifst an. Du machst Slow. Und du machst 4. Sehr schön, Guy und Layla haben Frostbarrieren. Also noch 4 Runden und dann ist das der Kampf vorbei. Dann haben wir hier Wall. Du greifst an. Du machst Hast. Nein! Ah, zum Glück war es jetzt was anderes. Und du machst Feuer. Wall hat bei Freunde funktioniert. Sehr schön. Bei Layla auch. Wunderbar. Nur noch 3. Dann machen wir jetzt hier Holy. Angriff. Berserker. Und Cloud. Sehr schön. So, dann haben wir die Spell. Angriff. Guy wäre jetzt eigentlich auch mit Angriff dran, aber er kann ja leider nicht, also macht er Slow. Und du machst Break.
Ja, Frostbarriere von... Oder Frostschaden macht mehr Schaden. Bei dem oberen. Da ist es nur noch einer. So, dann haben wir jetzt hier noch Aura. Angriff. Hast. Und Toad. So, bei Frieden hat, glaube ich, die gelbe und die weiße Aura bekommen. Gaia hält die weiße Aura. Toad trifft nicht. Besiegt. Geld erhalten. Falsch. Und dann doch richtig, denn ich möchte heilen. Und zwar bekommt Guy ein bisschen Leben wieder. Und dann gehen wir hier weiter. Nochmal 5 von denen. Und sie dürfen zuerst angreifen. Der erste macht nichts, der zweite greift Frion an daneben. Der dritte macht nichts, der vierte greift Frion an daneben. Der letzte greift Frion an daneben. Sehr schön, Leute. So gefällt mir das. So, Frionia macht Barriere auf die Gruppe. Du kannst leider nur angreifen. Du machst Slow auf die Gegner. Und du machst 4 auf die... Nein! Einzelziel. Oh ja, Frost auch auf Maria. Frostbarriere, meine ich. Geil, wurde zu Stein. Jetzt sehen wir, ob wir das heilen können, Leute. Oh, das waren ein paar Treffer zu wenig. Maria. Ob Esna Level 6 stark genug ist, um das jetzt gut zu heilen. Naja, wird wohl dauern. Ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit vorher so ungefähr 1% war, Leute. Aber ich gehe auch davon aus, dass sie jetzt ungefähr so 10% ist. Also ich hoffe schon, dass Guy geheilt wird, bevor die Gegner besiegt sind, beziehungsweise bevor Frionin das Mana ausgeht. Wäre schon schön. Er hat eh nur noch 3 Versuche. So, der ist jetzt besiegt. Sehr schön. Leider nicht. Schade. Leider wurde getroffen, zum Glück nicht in Stein verwandelt. Und ein Kokatoris ist wieder besiegt. Nächster Versuch.
So, wir hatten gerade Cloud, dann machen wir jetzt Break. Esner ging wieder daneben. Der ist zu Stein geworden! Habt ihr das gesehen? Das hat ausgesehen, als wäre er einfach verschwunden. Ins Nichts übergegangen. Geil! Aber das war das erste Mal, dass Break getroffen hat. Das heißt, Break kann jetzt treffen. Super! So, letzter Versuch für Esner. Moment mal. Das wäre wirklich der letzte Versuch. Den nehme ich mir auf für... Ich mache jetzt irgendwas anderes. Irgendwas, was vielleicht 5 Mana... Machen wir Bassner? Ach ja, machen wir Bassner. Dann bleiben noch 6 Mana, Leute. Die benutzen wir für Esner. Geschafft. 2800 Kilo halten. Bei Frioni ist die Weisheit hoch.